Und ehrlicherweise müssen wir kurz zurück. Ich muss Windeln wechseln. Ich bin Nicole Bauer, bin Frauen- und Diversity-politische Sprecherin meiner Fraktion und das ist mein Prêt-à-porter. Wirtschaft und Frauen ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich komme ja selbst aus der Wirtschaft, stamme vom landwirtschaftlichen Betrieb mit Direktvermarktung, war später aber dann als Ingenieurin in einem großen Automobilhersteller tätig und dort auch im Antriebsbereich. Also immer wenn Mittelstand, Technik aufeinandertreffen, dann muss ich da noch mal ganz besonders hinblicken als Ingenieurin. Egal ob in der Politik oder in der Wirtschaft, eine junge Frau kommt ums Eck und alle haben sich einen gesetzteren, älteren Herrn erwartet und die hat dann auch noch was zu sagen oder weiß ganz genau ihre Vorstellungen, wie Technologien aussehen sollen und Innovation. Aber ich finde, genau das brauchen wir noch viel stärker in unserem Land. Ich wünsche mir in unserem Land, dass es viel mehr Ingenieurinnen und Ingenieure noch geben wird, aber vor allem, dass wir auch die MINT-Ausbildung stärken. Ich komme ja vom Bauernhof. Ich bin ganz einfach aufgewachsen, habe eine ganz normale, bürgerliche, aber freiheitsliebende Erziehung genossen. Ich bin die allererste, die studiert hat. Und studiert habe ich, weil ich Autos bauen wollte, weil ich eine Technik entwickeln wollte und weil ich einfach mal tatsächlich die sein wollte, die auch sagen kann, ich habe mitentwickelt. Und in die Politik bin ich gekommen, weil ich etwas verändern wollte. Und mir war ganz besonders wichtig, weil ich freiheitsliebend bin, weil ich andere Länder schon gesehen habe, dass wir immer über den eigenen Horizont hinausblicken, wenn wir Veränderungen auf den Weg bringen und da immer klassisch die Zukunft im Blick haben und nicht die Vergangenheit. Beim Thema Frauenpolitik rollen ja manchmal Menschen noch mit den Augen, ganz besonders von rechts. Fangen Sie in Ihren eigenen Reihen an. Verkneifen Sie sich Ihre herabwürdigen Kommentare und Ihr unerträgliches Macho-Gehabe. Wir als FDP-Frauen haben ja auch schon einige Errungenschaften. Beispielsweise die Abschaffung von 219a war eine Initiative, die aus der Frauengruppe herausging. Oder auch die Stay-on-Board-Initiative wurde auch von Frauen nochmal gepusht. Also es gibt schon viele Themen und da werden noch viele weitere kommen. Und deshalb ist es gut, dass es die Frauengruppe GRI gibt. Und dass ich ja nicht nur alleine Vorsitzende bin, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Denn ich glaube, im Team schafft man immer mehr. Und deshalb haben wir erstmalig im Januar diesen Jahres die Frauengruppe als Vorstandsteam aufgesetzt. Wir haben das Glück gerade, dass er schläft. Normalerweise ist er in Action. Ich war insgesamt 6 Wochen vor der Geburt im Mutterschutz und 8 Wochen nach der Geburt im Mutterschutz. Es muss gängig sein, dass junge Frauen in der Politik auch Kinder bekommen und dennoch Verantwortung für unser Land übernehmen. Und deshalb ist einer meiner größten Herzenswünsche, dass ich irgendwann im Plenum sein darf mit meinem kleinen Prinzen und dort einfach auch mit dabei sein darf. So klassisch die Bilder, die ihr aus Neuseeland oder aus Skandinavien kennt. Das muss auch in Deutschland möglich sein. Selbstständige haben in Deutschland keinen Mutterschutz. Das ist das einzige europäische Land, in dem es so ist. Und wir möchten eine Regelung bekommen, wo es möglich ist, dass wenn ich Unternehmerin bin oder Gründerin bin, auch nach der Geburt meines Kindes eine gewisse Auszeit nehme. Und das sollte einfach auch möglich sein in unserem Land. Und deshalb engagiere ich mich da sehr gerne. Was ist mein Wunsch für die Zukunft? Ich möchte, dass jeder nach seiner Fasson glücklich wird in unserem Land. Die Politik muss die Weichen dafür stellen und klare Regeln dafür schaffen, aber nicht überborden durch zusätzliche Auflagen und Verordnungen. Ich wünsche mir in einem Land, wo die Menschen wieder groß sind und die Menschen unser Leben ausmachen. Ich habe alles gebrochen, was man brechen kann am ganzen Körper. Ja. Sämtliche Beine, Armknochen und immer im Sport. Vielleicht bin ich auch im Sport untalentiert, das kann es auch sein.